Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Produktvorstellung. Heute präsentiere ich euch die Paroid Bebop 2 in der First-Person-View-Package-Version. Das ist nichts anderes, als dass noch ein paar Sachen dabei sind. Hier sehen wir auch schon einen kleinen Ausblick auf das, was euch erwartet. Also die Paroid liefert ganz brauchbare Bilder. Man muss jetzt sagen, bei der Aufnahme war das Wetter nicht das Beste. Es war zwar hell und trocken, aber richtiges Sonnenlicht, habe ich schon gemerkt, wirkt sich besser auf die Qualität aus von den Videos. Aber genießen wir erst einmal diese luftigen Ausblicke. Ich komme aus einem Land, wo der Ginster blüht, wo man bis zum Horizont noch Wald und Wiesen sieht. In dem Land bin ich daheim und davon singt mein Lied. Ich bin aus dem Westerwald, bring ein großes Glas Kümmel und einen frischen Krug Bier und die Wurste, Suppe und Eierkäse und alles nah zu mir. Wo in der Welt ist der Himmel, wenn nicht hier? Ich bin aus dem Westerwald. Manche sagen, dieses Land schuf der Herrgott im Zorn, denn hier gäbe es ja noch kalten Wind, Gestrüpp und Dorn. Doch auch hier werden fröhliche Kinder geboren. Ich bin aus dem Westerwald, bring ein großes Glas Kümmel und einen frischen Krug Bier und die Wurste, Suppe und Eierkäse und alles nah zu mir. Wo in der Welt ist der Himmel, wenn nicht hier? Ich bin aus dem Westerwald. Um es ein wenig spannender zu machen, fangen wir mal mit dem Zubehörpaket an. Da ist die First-Person-View-Brille drin und der Sky Controller 2. Bei der Brille handelt es sich nicht um eine vollwertige Virtual Reality Brille, da wird dann das Handy noch eingeklickt. Also ist eigentlich wie das Google Cardboard. Und der Sky Controller 2 soll eine Reichweite von 2 Kilometern ermöglichen. Ob das stimmt, das müssen wir später mal testen. Gucken wir erstmal rein. So, hier, original verpackt. So, da haben wir die beiden Sachen. Das sind so. Fangen wir mal mit der Brille an. Ja, sieht ganz nett aus. Die gucken wir uns im Detail am besten mal direkt an. Die VR-Brille sieht so aus. Machen wir mal das Zeug hier ab. Ja, man kann durchgucken. Hat auch ein bisschen geil der Kleber angebracht. Ich glaube, man gar nicht richtig dran. So, was haben wir noch? Hier sind noch zwei Kleber drauf. Der Linsenschutz. So, und dann noch dieses Teil hier. Hier ist auch an der Seite Kleber drauf. Also machen wir den auch nochmal runter. Wenn wir es schaffen. Ach Gott, ist der fest. So, komm her. Eine Seite. Und die andere Seite. Also, dann wollen wir uns das Teil mal im Detail ein wenig angucken. Es macht schon mal einen grundsoliden Eindruck. Ist dann hier auch verstellbar an der Kopfbreite und ja, der Länge, würde ich mal sagen. So, viel mehr kann man eigentlich nicht dazu sagen. Ist auch nichts dran. Höchstens nochmal, wie das Ganze funktioniert. Also das hier ist der Einschub. Und hier seht ihr schon ein Bild. Da muss das Handy reingelegt werden. Dafür macht man es dann hier auf. Dann nimmt man sich ein Handy. Legt es wohl da rein. Also wenn das Bild da noch an ist, dann hat man hier diese Markierungslinie. So. Irgendwie mittig dann. Da wird das Ganze zugeklappt. Ja, seht schon. Bisschen höher ansetzen. So, ja, das sieht auch gut aus. Und dann haben wir hier auch extra eine Markierung. Wird das Ganze da reingeschoben. So. Ja, und das war's eigentlich schon. Und dann setzt man das ganze Ding auf. Naja, bin da jetzt nicht so der Fan von. Ist übrigens auch verboten. Also man darf nicht nur allein mit diesem Teil fliegen. Dass da höchstens einer, der neben euch steht, darf das anhaben und dann dürft ihr fliegen, vom Gesetz her. Also eine optische Hilfe ist zur Steuerung nicht erlaubt. Gute Sache ist, ihr könnt damit noch mehr Sachen machen. Also es ist jetzt nicht nur für das Fluggerät, es ist auch auf YouTube zum Beispiel, findet ihr auch VR-Videos, könnt ihr nach googeln oder auf YouTube einfach suchen, gebt ihr ein VR 360 Grad oder so und dann kriegt ihr da alle möglichen Videos auch zu gucken, also wie ihr im Dschungel steht und dann könnt ihr euch mit der Brille bewegen und euch das Ganze angucken.
Die Grafik oder die Darstellung hängt natürlich dann von eurem Handy ab, wird aber nie an diese richtigen Teile, die auch eingebauten Bildschirm haben, ranreichen, würde ich mal behaupten, weil ein Handy ist schon ein bisschen Qualitätsverlust, das muss man schon so sagen. Gut, kommen wir mal zum Controller. Und der Sky Controller 2. Den gucken wir uns dann auch nochmal im Detail an. Sowie dann noch die Halterung. Die kommt dann auf dir drauf. Und was haben wir hier Schönes drin? Ach, das sieht doch aus wie ein Übertragungskabel oder wie ein Ladekabel. Was ist da noch drin? Noch ein Kabel. Nee, das müsste ein Ladekabel sein. Na, wir schauen. Das ist der Parrot Sky Controller 2. Es gab schon mal einen ersten, der war wesentlich größer und sah auch ein bisschen unhandlich aus. Da gefällt mir dieses Modell schon mal viel besser. Eine Anleitung ist noch dabei. Ja, wer sie lesen will, kann sie sicher mal durchlesen, aber ich denke, das brauchen wir nicht. Befreien wir das Ding auch erstmal von der Folie. So. Ja, das war alles, sehr schön. Dann das Teil, wo das Handy drauf kommt. Das wird dann hier eingeschraubt. So. Dann hier an der Seite einmal drücken. Dann geht er auf und ihr seht auch, wie weit er aufgeht. Also da passt auch ein Tablet drauf. Gut, dann das Handy. Wichtig dann auch mit der Ladeöffnung zu dieser Seite. So, kann man ziemlich noch hier einstecken. Und wenn man drauf drückt, kann man das drehen. Das ist dann wahrscheinlich fürs Tablet, fürs Handy so. Was man leider nicht machen kann, oder was ich zumindest noch nicht richtig gesehen habe, ist, dass man das kippt oder so. Also das klappt nicht, obwohl es irgendwie da aussieht, als wäre da ein Gelenk. Müsste vielleicht doch drauf drücken? Nee, da tut sich nichts. Also das scheint so zu sein. Gucken wir es mal wieder raus. Ich mach's nochmal ab, dann kann man ein bisschen besser sehen. So. Ach, das Handy übrigens, das verbindet ihr einfach per USB. Hier kommt dann das USB-Ladekabel rein und die andere Seite in euer Handy. Und dann kriegt ihr auch direkt das Live-Bild von der Kamera mit der Verstärkung von diesem Teil hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die Technik da genau funktioniert, aber diese Reichweitenverstärkung geht und ihr kriegt dann auch das Bild angezeigt. So, der Sky Controller an sich hat hier zwei Steuerelemente. Die kann man in alle Richtungen bewegen. Und das eine ist für hoch und runter, die Drohne rechts oder links drehen. Und das hier war dann noch für Kurve fliegen und sowas. Aber das schauen wir uns dann mal live an. Ich müsste auch mal genau gucken. Was haben wir noch hier? Einen Take-Off-Knopf. Ja, draufdrücken, dann fliegt er los. Dann ein Coming-Home-Knopf. Wenn man den drückt, fliegt die Drohne dann wieder an ihren Startpunkt. Einstellungsknopf. A und B müsste ich mal durchlesen. Es war dann für die Kamera, dass man ein Foto macht und die einschaltet oder sowas. Und natürlich dann der Haupteinschaltknopf. Und die hat sogar Saft, das Teil. Ich glaube sogar, wir können es ja mal verbinden. Das machen wir später. Er blinkt jetzt rot, weil er keine Drohne findet. Gedrückt halten, dann blinkt er mal kurz weiß. Und dann ist er gleich wieder aus. So. Geladen wird das ganze Ding dann hier mit dieser Öffnung. Da ist dann dieses Teil hier. Also hier, so ein ganz normaler Stecker. Der kommt da rein. Und dieses andere Gegenstück quasi, was dann auf die andere Seite kommt, das kommt in den Drohnenladekorpus, also das Ladegerät für die Drohne. Hier ist kein separates mit bei. Gucken wir uns aber mal an, wenn wir die Drohne auspacken. Dann haben wir noch ein Übertragungskabel, das ist auch ganz lustig. Da kann man mit dem Controller, glaube ich, doch, kann man wohl anfangen. Man steckt das dann hier rein und kann dann hier die Telefone, die diesen Standardanschluss haben, nehmen. Aber Apple, ne, hat ja wieder Sonderwurst, da braucht man das Apple-Kabel für. Ja, viel mehr kann man nicht sagen, oder? Doch, das Ding ist ein Akku noch drin. Also man muss keine Batterien einsetzen. Ich habe schon gesagt, man kann es hier mit dem Teil laden. Und soll auch angeblich ziemlich lange halten. Aber das müssen wir da mal im Feldversuch testen. Kommen wir jetzt aber zum Spannenden, zur Drohne. So, da ist sie, die Parrot Bebop 2, die zweite Generation. Eine 14 Megapixel Fisheye-Kamera heißt das, glaube ich. Also die Kamera kann sich nicht bewegen. Man kann quasi den Sichtbereich dann einstellen. Ist nicht so gut wie von anderen Herstellern, aber ist halt eine schöne Lösung und ich finde es gar nicht verkehrt, zumindest für einen Anfänger. Full HD macht sie, Stabilisierung macht sie auch. Also das heißt, wenn ihr mit der Drohne so ja, quasi rechts und links
euch bewegt, dass die sich neigen würde, bleibt das Bild immer gerade. Smartphone Control, man kann es ja gut mit der Smartphone steuern. 500 Gramm wiegt sie, damit ganz wichtig nochmal eine gesetzliche Geschichte, unter 5 Kilo sind sie aufstiegsfrei, also man braucht keine Genehmigung dafür, die fliegen zu lassen. 25 Minuten Flugdauer, das ist ordentlich bei einer Drohne. Ob das Ganze auch stimmt, das müssen wir dann auch mal im Feldversuch testen. Und First Person View kompatibel, also mit dieser Kamera und der, mit dieser Kamera, mit dem Sky-Ding hier, mit dem VR-Ding. Dann schauen wir mal rein, das finde ich spannender. So, ich muss wieder die aufmachen. Oh, ich habe schon den Karton kaputt gemacht. So, ja. So, hier haben wir erst noch mal ein paar Hinweise zu einer Drohne, was man damit machen darf. Überschreiten Sie nicht die zulässige Flughöhe. Was steht denn da noch? Fliegen Sie nicht über Bahnhöfe, Eisenbahnschienen und Autobahnen. Ja, da kommen wir vielleicht gerade mal, wenn wir das schon mal offen haben, auf die gesetzliche Geschichte hin. Maximal dürft man 100 Meter jetzt mit einer Drohne hochfliegen. Man darf nicht über Straßen fliegen, über Flüsse, über Schienen, über Stromleitungen, eigentlich überhaupt nichts, was mehr ist als ein Feldweg, wenn man so will. Dann darf man nicht über Menschenmengen fliegen, man darf nicht in Wohngebieten fliegen, man darf keine Nachbarn ausspionieren, das ist schon mal vorweg, das sollte jedem klar sein. Man muss vom Flughafen oder militärischen Einrichtungen einen Abstand halten, also bei Flughafen sind es 1,5 Kilometer. Wenn ihr einen Flughafen oder einen Helikopterstartpunkt habt vom Krankenhaus, dürft ihr da auch nicht in der Nähe fliegen und über eine Bundeswehrkaserne dürft ihr erst recht nicht fliegen. Was haben wir noch? Nicht über Krankenhäuser, ja, ist klar. Und dann habe ich noch gehört, man sollte angeblich eine Haftpflichtversicherung haben, gesetzlich. Ich habe mich ein bisschen intensiver damit beschäftigt. Ich habe keinen Paragraphen gefunden, gesetzestechnisch, der mir vorschreibt, dass ich eine Haftpflichtversicherung für eine Drohne abschließen muss. Wenn einer einen Paragraphen kennt oder weiß, welcher das ist, dann kann er mir den gerne mal in die Kommentare schreiben. Also ich kann da nur an den gesunden Menschenverstand appellieren. Sinnig ist es auf jeden Fall, denn wenn ihr mit dem Teil fliegt und aus irgendeiner Fehlfunktion oder irgendwas fällt das auf ein Auto oder irgendwo drauf, wo was kaputt geht, dann müsst ihr dafür bezahlen und da ist so eine Haftpflicht nicht verkehrt. Guckt am besten mal bei eurer eigenen Haftpflicht, wenn ihr bei der mal nachfragt, da gibt es dann auch extra schon so Zusatztarife, da kann man dann für ein paar Euro mehr die Drohne mitversichern. Also das ist eine sinnige Sache, auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Habe ich noch was vergessen? Ach ja, genau, man darf nur innerhalb des Sichtbereiches fliegen, also der ist 200-300 Meter. Und wenn ihr darüber hinaus fliegt, was mit dem Teil ja möglich ist, dass er 2 Kilometer Reichweite hat, ist es eigentlich schon nicht mehr erlaubt. Also ihr müsst immer im Sichtbereich fliegen. Gut, ich denke, das dürfte jetzt alles sein. Wir werden es später nochmal gerade zusammenfassen, was gesetzlich da zu beachten ist. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal die Drohne an. Dudu! So, da haben wir das gute Stück. Na, die sieht doch schon mal sehr schön aus. Was haben wir denn hier alles drin? Eine Anleitung, ja, die brauchen wir nicht. Dann haben wir hier, was haben wir denn da drin? Sehen. Ach ja, das sieht doch aus wie ein Ladekabel. So. Aber da fehlt doch irgendwas noch. Ich mach's gerade mal auf. Na komm. Okay, das Ladekabel. Dann haben wir hier ein Ding. Das war, ach ja genau, das war hier für die Rotoren festzuschrauben. Dann haben wir hier noch was drunter, was denn aufkriegt. Ach, die Länderstecker. Ja, das ist den, den wir brauchen. Und ich weiß gar nicht, war das England oder Amerika? Ich glaube, das war Amerika und England hatte so und das wird irgendein anderes Land sein. Naja, die brauchen wir eh nicht. So, dann haben wir hier das richtige Ladegerät. Schön kompakt. Auch nochmal extra in Folie eingewickelt, warum auch immer.
ist zerkratzt. Ist ja nicht so, dass das jetzt hochglänzend wäre, aber gut. So, und da wird dann unser deutscher Stecker reingesteckt. Hier ist eine Ausbuchtung. Irgendwie. Ach so, genau. So. Na, wie kommst du da? Ach so. Haha, erledigt. Sehr schön. Und hier unten kommt dann dieses Teil rein. So, und dann haben wir unser Ladegerät. Damit laden wir den Akku der Drohne. Den Akku haben wir hier. Auch noch Folie drum. So. Und hier diese Schutzkappe nehmen wir ab. Und da wird dann das Ladegerät eingesteckt. Und dann wird der Akku geladen. Das kann man am besten direkt gleich mal machen. Dann haben wir hier die Drohne. Und dafür gehen wir mal ein bisschen näher ran. So sieht das Teil aus. Ich setze mal den Akku ein. Also der wird hier drauf gelegt und einfach nur eingeklickst. Und hier hinten an dem Knopf hier kann man wieder rausmachen. So, hier unten ist die Kamera. So sieht das ganze Teil aus. Eigentlich ganz robust. Es hat hier noch ein paar Dämpfer. Ich nehme an, das ist, wenn man fliegt damit und so schnelle Manöver macht, rechts und links, dass ich das ein bisschen ausgleichen kann. Weil die Kamera gleicht ja auch aus, aber dafür ist es. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Art Sturzfederung ist. Dafür ist es dann ein bisschen sehr kurzer Federweg. Ne, ich denke, das ist wirklich für das Umzulenken. Ja, hier hinten ist noch ein Knopf, den drücken wir jetzt mal nicht. Und hier kommen wir an die interne Festplatte, wo wir dann auch die Videos runterladen können auf dem Computer. Wichtig vielleicht noch, das Ding nimmt keinen Ton auf, also es ist eine reine optische Kamera. Gut, also dann haben wir das. Da fehlen jetzt also noch die Propeller. Die sind auch noch in der Schachtel drin. Also, schauen Sie mal. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Die sind zweimal dabei, also es gibt noch vier Ersatzpropeller, die sind auch noch mit in der Packung. Und die Propeller werden wir jetzt mal auf die Drohne aufschrauben. Und das ist eigentlich idiotensicher, denn wir haben hier gelb-gelb, gelb-blau, nein, die muss dahin. Und die muss dahin. Und der hier muss dahin. Gehen wir mal vielleicht ein bisschen höher. So. Okay, dann nehmen wir dieses Gummiding ab. Und den Ring ab. Dann wird die hier so eingesteckt, der Propeller. So. Und mit diesem Teil wird das Ganze dann festgeschraubt. Und das klappt doch relativ einfach. So, jetzt müssen wir vielleicht mal einen Unterschied noch gucken, ob es zwischen dem gelben und dem blauen einen Unterschied gibt. Ach ja, hier, ich sehe es. Der eine ist in die eine Richtung geneigt. Vielleicht, wenn man es so macht, sieht man es ein bisschen besser. Der eine zeigt nach links, der andere nach rechts. Also von der Drehung her. Gut, dann sollte man es auf jeden Fall nicht verkehrt rum anschrauben. So. Wir können hier gerade eigentlich mal in den Motor gucken. Sieht man so schön. Lauter Spulen. Also das sind ziemlich starke Motoren auch. Das Ding wiegt ja 500 Gramm. Und damit kommst du noch in die Luft. So. Jetzt habe ich gar nicht geguckt, jetzt mache ich die weißen nach vorne, ob das so richtig ist. Ach, sieht doch nicht verkehrt aus. Passt schon. Solange die Farben stimmen, kann man eigentlich nichts falsch machen. So. Hinten das Teil. Na, wirst du wohl. Die Propeller, wenn man sie braucht, kann man auch einzeln nachkaufen. Habe ich schon gesehen. Ich hoffe, ich werde sie nicht brauchen. Oh, nee, das reicht mir nicht. Das hätte ich gerne noch ein bisschen fester. Ah, der ist ein bisschen störrig, ja? Oder ich habe es nicht richtig drauf. Also länger könnte das Ding auch ein bisschen sein. Hier habe ich auf jeden Fall schon mal einen Schwachpunkt. Oh. Na, so. Ach, guck mal hier. Und man kann sie zu weit drehen. Muss halt gucken, ne, ein bisschen weiter noch, dass man das Loch trifft. So, okay. Also wechseln läuft dann auch so ab, wenn einer mal kaputt gehen sollte und die Drohne das hoffentlich auch überlebt. Dann kann man es einfach wieder abschrauben und neue draufsetzen. So.
Ja, ich muss das gleich, glaube ich, mal machen, wenn ich besser dran komme. So, dann machen wir den anderen auch noch fest. So. Okay, der ist weggeflogen. Egal, die haben wir fest und den werde ich gleich nochmal nachziehen. Und jetzt würde ich sagen, laden wir erstmal den Akku auf, bevor wir dann weitere Schritte unternehmen. Das Licht ist grün, der Akku ist voll und das Ganze hat jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gedauert. Und nun am nächsten Tag werden wir einen Flug unternehmen. Das Wetter ist okay, es ist nicht das Beste, es ist etwas bewölkt und es ist auch etwas kühl. Aber das soll uns nicht aufhalten. Ich habe mir einen schönen Platz fernab der Zivilisation gesucht und hier werden wir jetzt mal unseren ersten Testflug unternehmen. Nachdem die Drohne gekoppelt und kalibriert ist, werden wir nun mal die Funktionen durchgehen. Fangen wir mal an mit der Take-Off-Funktion. Dafür drücken wir den mittleren Knopf, das ist der Start- und Landeknopf. Und wir sehen, die Bebop hebt sich ganz von alleine in der Luft und hält sich auch an der Position. Dann der linke Knüppel, hoch runter, geht so hoch runter und wenn man rechts und links dreht, dreht sich die Drohne. Auf der rechten Seite fällt sie dann ganz nach links, ganz nach rechts und vorwärts und zurück. Und jetzt werden wir mal ein bisschen hier über das Feld heizen. Die Steuerung mit dem Sky Controller 2 ist wirklich ziemlich einfach. Also man kann es nach kurzer Eingewöhnungsphase relativ gut schon beherrschen, das Drohnenfliegen. Man sollte es natürlich auf einem großen freien Feld üben, aber ich würde mal sagen, nach dem ersten Flug ist man schon relativ weit und wenn man es vielleicht noch zwei, dreimal gemacht hat, dann kann man sie auch wirklich sicher in etwas engeren Gebieten steuern. Dann wollen wir uns mal den Steigflug ansehen. Die Drohne geht ziemlich schnell nach oben, fragt uns aber nicht nach der Zeit. Sie macht 150 Meter maximal, erlaubt sind nach meinem Kenntnisstand 100 Meter. Hier übrigens vielleicht auch noch alle Angaben zu gesetzlichen Bestimmungen, ähnlichem ohne Gewehr. Prüft das besser selber nach, denn da kann sich jederzeit was ändern. Wir sind jetzt auf der Höhe von 100 Meter. Man sieht ja ein schönes Muster auf dem Feld und wie klein dann ich eigentlich bin. Was ihr da am Rand diese schwarzen Teile seht, das ist eine Ausblendung von den Rotoren. Wie das Ganze funktioniert oder technisch möglich ist, kann ich euch jetzt auch nicht genau sagen. Aber es funktioniert ganz gut. Ich kann die Kamera nicht wirklich bewegen, dieses Hoch und Runter, was ihr jetzt hier seht. Das kommt einfach nur durch diese Fisheye-Optik, wo die Software das Bild eher dann anpasst. Aber jetzt bin ich mal still und wir genießen ein wenig den Flug über den schönen Westerwald. Klingt der Tag in mir nach, liege ich oft lang noch wach, draußen funkeln die der Stadt. Doch so schön sie auch sind, ich bin ein Vogel im Wind, der sein Nest zurückgelassen hat. Und dann flieg ich in Gedanken, ohne Rast und ohne Halt, über Mauern, über Schranken und zurück in meinen Westerwald. Bunte Gräser wiegen, schlägt mein Herz, hier komm ich her. Wo Wälder sich um Hügel schmiegen, bester Wald, ich häng an dir so sehr. Ein langer Urlaub am Strand, ich lieg im schneeweißen Sand, vor mir leuchtet das tiefblaue Meer. Ich geb zu, mir gefällt diese andere Welt, doch wie Heimat sie zu lieben ist recht schwer. Hoch über mir ziehen Wolken, lassen die Sonne einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte ihnen folgen an den Ort, den ich so lang nicht mehr gesehen. Ich kann die Dinge kaum beschreiben, die da in meinem Kopf geschehen. Doch das Gefühl wird ewig bleiben, und wer Westerwälder ist, kann das verstehen. Dann ist der Tag endlich da, pack meine Sachen
und fahr. Lasse Stadt und auch Meer gern zurück. Schon ganz nah ist mein Ziel. Ich kenn dieses Gefühl und ich weiß, es nennt sich einfach Glück. Vor mir goldenes Feld, so vertraut diese Welt. Alles sieht wie im Märchenbuch aus. Stürmisch grüßt mich der Wind. Sei willkommen, mein Kind. Und ich weiß, ich bin wieder zu Haus. Der wird dein Leben lang dort sein, so warm und hell wie tausend Kerzen. Und der bewahrt für mich das kleine Wort daheim. Da wird man noch gleich ein wenig melancholisch, wenn man so eine schöne Ballade über die Heimat hört. Das gibt dein Leben lang mir Halt. Na, das war's mal vorläufig mit der Produktreview. Ich habe beschlossen, das in mehreren Teilen zu machen, weil ich doch etwas mehr Erfahrung mit diesem Fluggerät erstmal sammeln möchte, um auch wirklich eine objektive Meinung zu bilden. Und im nächsten Teil werden wir auch noch mal ein bisschen mehr auf die gesetzlichen Bestimmungen eingehen, dass die auch allen bewusst sind. Also, macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Franz Aschmann.